Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie wie immer aufs Allerherzlichste im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde am Freitag, dem 27. August 2021. Die Frontseite der NZZ heute Morgen: Terror am Flughafen Kabul forderte Dutzende von Menschenleben. Die Hoffnung vieler Afghanen, doch noch evakuiert zu werden, schwindet. Und auch Amerikaner werden hinter feindlichen Linien zurückgelassen werden, denn die 31. August-Deadline ist unverrückbar. Der US-Präsident Biden hat vergeblich bei den Taliban gebettelt. Allerdings wissen wir noch nicht einmal, wann genau diese Deadline ist. Ist die mittags am 31. August? Ist die abends? Wird da die Zeitverschiebung einberechnet? Welche Zeitzone ist ausschlaggebend? Also das Chaos dieser amerikanischen Politik am Boden in Afghanistan zeigt sich auch in den Details dieses desaströsen, verhängnisvollen Abzugs. Mindestens 90 Menschen kamen jetzt ums Leben, mehr als 140 wurden verletzt. 13 amerikanische Soldaten wurden laut Pentagon getötet, weitere wurden verletzt. Was die NZZ hier ausblendet, das sind mehr Tote als im ganzen Jahr, Militärtote der Amerikaner, mehr Tote als im ganzen Jahr 2020 in Afghanistan. Also vor diesem überstürzten, stümperhaft gemanagten Abzug der US-Truppen durch US-Präsident Biden waren die Sicherheitskräfte mehr oder weniger sicher. Es war gefährlicher, als Cop, als Polizist in Chicago in der Innenstadt zu arbeiten, als Berufssoldat in Afghanistan für die Sicherheit der Alliierten und der Verbündeten zu sorgen. Das sind einfach die Fakten, die hier einfach nicht in der nötigen Klarheit nach vorne gebracht werden. Das Motiv dahinter ist klar. Man möchte den unfähigen Präsidenten Biden, ich betone das, der Kaiser ist nackt, ich muss es betonen, weil es die anderen nicht sagen. Ja, man möchte ihn eben einspinnen in einen Kokon des Verständnisses. Denn die Journalisten müssen aufpassen, sie dürfen die Rhetorik jetzt nicht zu schnell verändern, denn noch vor wenigen Monaten haben sie diesen Biden als Lichtgestalt, als Moses, als neuer Jesus im Weißen Haus abgefeiert gegenüber der Finsternis, die unter dem Vorgänger da angeblich geherrscht habe. Das Chaos, man muss es einfach in den Details hier noch einmal anschauen. Die Amerikaner lassen ja nicht nur tonnenweise Militärmaterial zurück, sondern eben auch Tausende von Amerikanern, von Verbündeten, von Afghanen, von Leuten, die für die Amerikaner gekämpft haben, jetzt offensichtlich vergeblich. Und die sind einfach nicht in der Lage, das zu richtig zu organisieren. Mehrere Flugzeuge verlassen Kabul halb leer. Jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen. Es gibt immer noch über 1500 Amerikaner in Kabul. Über 1500 Amerikaner in Kabul. Trotzdem fliegen Flugzeuge da aus. Die amerikanische Regierung hat bereits subtil begonnen, diese Nicht-Ausreisenden in ein schiefes Licht zu stellen. Jetzt müssen Sie sich das einmal vor Augen halten. Am Anfang haben Sie gesagt, wir werden pünktlich alle rausbringen, alle die Amerikaner und auch die mit ihnen Verbündeten werden rausbringen. Dann haben sie gesagt, wir bringen alle raus, die ausreisen wollen. Damit unterstellten sie, dass es möglicherweise viele Amerikaner gibt, die jetzt unter den Taliban in Afghanistan ihr Dasein fristen möchten. Also ein bisschen, ja, jetzt hängen wir halt mit den Taliban herum, gegen die wir 20 Jahre lang Krieg geführt haben. Bleiben wir hier. Und jetzt sehen Sie natürlich hier die moralische Bewertung, die sich da verändert. Das heißt also, wenn die Amerikaner es nicht schaffen, und sie werden es nicht schaffen, bis zum 31. August da alle auszufliegen, ja, dann sind die eben schuld, die nicht ausreisen wollten. Merken Sie hier, wie die Rhetorik dieser sehr windigen und, wie ich finde, also erstaunlich machtzynischen Regierung, wie sich die Rhetorik hier politisch anpasst. Derweil kritisieren Regierungssprecher einen prominenten Mann, und zwar Eric Prince. Eric Prince ist der Gründer der Söldnerfirma Blackwater, und der bietet jetzt Charterflüge für Amerikaner an, für Ausreisewillige, $6,500. Und die Sprecherin des Präsidenten hat an einer Medienkonferenz den Eric Prince als
herzlosen, zynischen, eiskalten Profiteur und Geschäftemacher diffamiert. Ich habe mich dann einfach gefragt, ich meine, wieso diffamieren Sie diesen Unternehmer, der hier Ausreisemöglichkeiten anbietet, die die amerikanische Regierung selber offensichtlich nicht anbieten kann. Ich meine, diesen Prinz gibt es ja nur, weil die Amerikaner versagt haben, weil Biden versagt hat bei der Evakuierung seiner Landsleute, weil er seine Landsleute hinter den feindlichen Linien zurückgelassen hat. Also das, was man in einem Krieg im Militär als politischer Führer, dessen wichtigster Auftrag darin besteht, in Konfliktsituationen die Bevölkerung zu schützen, das, was man also gar nicht machen darf, machen sie. Und deshalb kann ja dieser Prinz überhaupt erst seine Dienste anbieten. Und was ist denn eigentlich herzloser? Wenn man Charterlinien aus Kabul organisiert oder wenn man die eigenen Landsleute durch einen stümperhaften Militärrückzug im Regen stehen lässt, hinter den feindlichen Linien. Das ist doch viel zynischer, viel eiskalter, viel herzloser. Und es zeigt Ihnen einfach hier diese machiavellistische, eiskalte Machtrhetorik dieser demokratischen Regierung, die ja interessanterweise, als sie noch in der Opposition war, dem beiden Vorgänger Trump immer Herzlosigkeit und Empathieunfähigkeit vorgeworfen hat. Biden wurde gefragt an einer Medienkonferenz, ob er einen Plan habe für das, was nach dem 31. August passiert. Das hat ein Journalist ihn gefragt vor laufenden Kameras. Und wissen Sie, was Biden zur Antwort gegeben hat? Er hat einen Witz gemacht. Er hat gesagt, ja, also ich werde Sie als Ersten anrufen, wenn ich das weiß. Das ist doch unglaublich. Der US-Präsident, der im Begriff ist, Tausende von einerseits Landsleuten und Verbündeten zurückzulassen im Land. Auch deshalb, weil er ohne Not den Luftwaffenstützpunkt Bagram einfach geräumt hat, über Nacht. Dieser Flughafen hatte übrigens mehrere Pisten. Der Flughafen Kabul hat nur eine Piste. Stellen Sie sich vor, wenn der IS, der jetzt diesen Anschlag verübt hat, mit einem Granatenwerfer diese Piste zerstört, dann kann gar niemand mehr ausgeflogen werden. Und die Amerikaner haben sich die Ausweichmöglichkeiten durch ihre eigene Militärbasis verbaut. Sie mussten ja noch Truppen einfliegen, weil sie die letzten 2500 schon rausgebracht haben. Sie mussten nochmal Truppen einfliegen, um überhaupt diese eine Landebahn und Startebahn in Kabul sichern zu können. Das sind hier die Fakten des Versagens, die man einmal zur Kenntlichkeit entstellen muss und auch bewerten muss für das, was sie sind. Also Biden, anstatt auf diese sehr berechtigte Frage, was sein Plan ist, eine korrekte Antwort zu geben, macht einen verunglückten Witz. Jetzt die NZZ, ich bleibe noch etwas bei den heutigen Morgenschlagzeilen, gemäß 3.50 Uhr. Also nur, dass Sie die Zeitaktualität dieser Sendung sehen. Also 3.50 Uhr am Morgen sprechen wir hier. Die Bekämpfung des Terrors erfolge jetzt aus der Ferne. Das ist ein Titel aus einer nachfolgenden Doppelseite. Ankara hofft weiter auf eine Sonderrolle. Noch 1500 Amerikaner in Afghanistan. Es werden mehr sein. Das sind nicht alle Registrierten und Gemeldeten, denn die amerikanischen Regierungssprecher haben selber einen erstaunlichen Mangel an Übersicht verraten. Auf dieser Doppelseite, in dieser Berichterstattung, sehe ich keinen einzigen kritischen Artikel über den amerikanischen Präsidenten. Eben, der ist eingesponnen in einen Kokon des unendlichen Verständnisses, der Einfühlung, als ob man auf diesen Mann nichts habe kommen lassen. Dabei hat seine Abzugspolitik allein von ihm entschieden, gegen den Rat seiner engsten diplomatischen Ratgeber und strategischen Experten. Dabei hat dieser stümperhafte Einsatz bereits mehr Menschenleben gekostet im amerikanischen Militär als das ganze Jahr 2020 in den Auseinandersetzungen mit den Taliban. Also Joe Biden wird hier geschont, dass sich die Balken
biegen. Ich sehe dann weiter ein Kommentar in der NZZ, die Frage, hat Biden seine europäischen Alliierten in Afghanistan verraten? Nein, selbstverständlich überhaupt nicht. Seine Devise ist schon immer America first. Ja, nein, er hat sie nicht verraten. Er hat sie eigentlich schon immer verraten, also hat er sie jetzt nicht verraten. Ist doch unglaublich. Also Journalisten haben also schon, sind Gefangene ihrer eigenen politischen Vorurteile und Obsessionen. Ich sage nicht, dass mir diese Gefahr nicht auch hier möglicherweise droht oder dass ich in diesem Spital nicht krank sein könnte. Aber ich bilde mir wenigstens ein etwas distanzierteres Verhältnis zu meinen Vorlieben und Vorurteilen zu haben als Leute, die solche Schlagzeilen machen, die bis vor wenigen Monaten noch jede Geringfügigkeit, jede Nichtigkeit des beiden Vorgängers zum epochalen Skandal hochgedröhnt haben. Jetzt also ist man mit dem Hirschleder unterwegs, um das schiefe Denkmal Biden einigermaßen zu polieren und im Bildrahmen zu halten. Und wenn wir schon bei Joe Biden sind, das ist vermutlich der wendigste und flexibelste Politiker der Gegenwart, neben Markus Söder, dem bayerischen CSU-Ministerpräsidenten. Wunderbares Zitat habe ich gefunden von Senator Joseph R. Biden Jr. im Wall Street Journal vom September 2004, wo er diese beiden ein glühendes Plädoyer fürs Nation-Building hält, also fürs Nation-Building, und zwar in Irak und in Afghanistan. Er schreibt hier also, we also have to take seriously Nation-Building, wir müssen das Nation-Building sehr, sehr ernst nehmen, und man müsse den Terrorismus endgültig bekämpfen, weil dieser radikale Fundamentalismus mit Massenvernichtungswaffen ausgestattet sei und außerhalb des Ansprechbereichs der Vernunft sei. Da könne man nur noch Bomben anwenden und Hunderte von Millionen von Herzen und Hirnen rund um die Welt wären offen für die amerikanischen Ideale, die unbedingt hier verteidigt werden müssen, auch und gerade in Afghanistan. Also der gleiche Biden, der jetzt abgezogen ist, der gesagt hat, Nation Building ist von Anfang an ein Fehler gewesen. Nation Building dürfen wir gar nicht machen. Es ist eine Illusion, an Nation Building in Afghanistan zu glauben. Der gleiche Biden hat im Wall Street Journal vom September, dem 9. September 2004 geschrieben, dass dieses Nation Building, dass das Bekämpfen des Fundamentalismus und das Vertreten der amerikanischen Ideale mit Waffengewalt im Ausland unverzichtbar sei. Der flexibelste, der wendigste, der windigste Politiker der Gegenwart, aber bilden wir uns nichts ein. Das ist im Wesen vieler Politiker, dass sie einfach immer wieder das sagen, was gemäß Zeitgeist gerade ankommt. Biden stoppt den Krieg und die Lüge, jubelt auch der Tagesanzeiger. Das ist für diese Zeitung, ähnlich wie die NZZ, die etwas kritischer ist, ist dieser Biden nach wie vor also der ganz große Hoffnungsbringer und Lichtblick nach der Ära Trump. Er stoppe die Lüge, ich meine, Biden lügt wie gedruckt jetzt an diesen Medienkonferenzen. Ich bringe nur einen. Er hat gesagt, Al-Qaida sei besiegt in Afghanistan. Stimmte nicht. Er hat gesagt, die Afghanen hätten nicht gekämpft in Afghanistan. Stimmt auch nicht. Die haben über, wie viel, 60.000 Soldaten geopfert für die amerikanischen Ideale mit ihren Herzen und Hirnen, für die sich Herr Biden vor 17 Jahren noch so wortreich und euphorisch ausgesprochen hat. Eine andere Frage, die die Medien beschäftigt, was könnte das islamische Recht für die Frauen bedeuten in Afghanistan? Verstehen Sie mich richtig, ich finde das eine Tragödie, was jetzt passiert, vor allem auch für die jungen Frauen in den urbanen Gebieten Afghanistans, in Kabul. In den ländlichen Regionen muss man davon ausgehen, dass die Scharia sowieso bis jetzt bestanden hat. Das war gar nicht, wenn die amerikanische Herrschaft ist gar nicht bis dort hingegangen, in diese Täler. Aber für junge Frauen, die 18, 19, 20 sind, die nichts anderes kennen als diese amerikanische Besetzung, die NATO-Truppen, die haben nie unter Taliban-Scharia-Recht gelebt. Für die ist das natürlich eine unglaubliche, brutale Zäsur, die hier heraufbeschworen wurde, ohne Not heraufbeschworen wurde. Und das, selbstverständlich, lässt uns das nicht kalt. Aber die Frage,
Ob sich jetzt die Scharia in Afghanistan ausbreitet, beschäftigt mich persönlich weniger als die Frage, ob sich die Scharia nicht bei uns ausbreitet, in Europa, in Frankreich oder auch in die Schweiz, in der Schweiz. Und das gibt mir die Gelegenheit, jetzt gleich den Schauplatz zu wechseln, in die Schweiz. Asylstatistik Juli 2021, ganz neu, von August 2021. Im Juli 2021 wurden in der Schweiz 1372 Asylgesuche eingereicht, zwei mehr als im Vormonat. Gegenüber Juli 2020 ist die Zahl der Asylgesuche um 317 gestiegen und liegt im Bereich der Werte vor der Pandemie. Interessant hier, dass selbst während der Pandemie offensichtlich im Jahr 2020, während des Lockdowns, während der Grenzabriegelung, sehr viele Asylgesuche gestellt wurden. Im Monat Juli, also über 1000. Und da fragt man sich schon, wie ist denn das eigentlich möglich, dass hier Leute, wo doch alle ihre Grenzen geschlossen haben, aus ganz fernen Regionen da in die Schweiz kommen wollen? Wer stellt Gesuche? Afghanistan an der Spitze mit 288, dann Türkei, Eritrea, Algerien und Syrien. Also Gebiete fast ausschließlich mit Scharia-Gesetz. Das sind die Asylsuchenden, die jetzt in die Schweiz kommen. Und wenn wir hier darüber sprechen wollen, ob sich die Scharia möglicherweise aufgrund dieser Migrationsentwicklung ausbreiten könnte, dann werden sie ja sofort abgestraft, dann wird ihnen das Mikrofon abgestellt. Aber wenn man natürlich sein Herz, seine Anteilnahme für die afghanischen Frauen demonstrieren will, und das ist ja in Ordnung, dann kann man das tun, offensichtlich, dann geht das auch in großen Titel. Aber wehe, wehe. Sie stellen die ketzerische Frage, wie es denn um die Scharia in unseren Breiten steht. Und das ist nicht einfach nur ein an den Haaren herbeigezogenes Thema, denn wir haben Urteile in der Schweiz sogar, in denen Rücksicht genommen wurde auf Scharia-Gepflogenheiten. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein, ich glaube, aus Anatolien stammender Mann, ein Türke, bitte behaften Sie mich jetzt nicht auf die exakte Region, eine Frau umbringen wollte, weil sie nicht mehr mit ihm zusammenleben wollte, weil sie mit einem anderen Mann, sich von ihm getrennt hatte. Und dann wurde in Betracht gezogen bei der Urteilsverkündung, dass dieser Mann eben aus einem Kulturkreis stammt mit der Scharia und dass das dort eben üblicher sei, dann die Frau umzubringen. Deshalb dürfe man hier nicht die härtesten Strafen anwenden. Das sind so Facettenbeispiele, die Ihnen eben zeigen, wie sich auch bei uns, ich will das jetzt noch nicht dramatisieren, ich will jetzt noch nicht da hier den Teufel gänzlich an die Wand malen, sowieso nie den Teufel an die Wand malen, aber das sind hier doch unerfreuliche Entwicklungen. Wenn ich diese Asylzahlen sehe, wenn ich sehe, dass in der Schweiz eben doch ein Großteil dieser Asylgesuche, wenn nicht angenommen, so doch vorläufig angenommen wird, und vorläufig angenommen heißt für immer angenommen, dann ist diese Frage, was breitet sich die Scharia bei uns aus? Breiten sich Leute unter Scharia-Recht mit ihrer Scharia-Kultur zwangsläufig durch zahlenmäßige Zunahme aus? Das ist hier die entscheidende Frage, die man aufwerfen muss. Und noch etwas. Was mich bei diesen Asylstatistiken immer wieder irritiert, ist einfach der Punkt, dass es eine Farce ist. Einfach eine totale Farce, dieses Asylwesen. Die Schweiz ist Mitglied von Schengen-Dublin. Gemäß Schengen-Dublin darf niemand in der Schweiz ein Asylgesuch stellen, der durch ein sicheres Drittland gereist ist. Jetzt, Afghanistan ist mehrere tausend Kilometer von der Schweiz entfernt. Die Schweiz ist von sicheren Drittländern umzingelt. Also theoretisch kann nach dem Schengen-Dublin-Gesetz auf dem Landweg gar kein Asylgesuch in der Schweiz gestellt werden. Das ist definitionsgemäß unmöglich. Also wenn man Schengen ernst nimmt, dann kann man nur auf dem Luftweg in die Schweiz einreisen, mit dem Helikopter oder mit dem Fallschirm über dem Land abspringen und dann kann man ein Asylgesuch stellen. Man kann nicht einfach in die Schweiz einreisen, geht ja auch nicht. Übrigens wurde bei der Einführung von Schengen-Dublin genau dieses Argument gebracht, dass man gesagt hat, ja, ihr werdet weniger Asylgesuche haben, weil ihr ja einen Kordon von sicheren Drittstaaten um euch habt. Mit diesem Argument hat man es verkauft, aber das ist überhaupt nicht mehr existent, also dieses System wird nicht angewendet. Und man fragt sich dann einfach, jeder normale Mensch fragt sich doch bei diesen Zahlen, wieso kommen jetzt diese Afghanen in die Schweiz, die Türken, die Eritreer, die Algerier, die Syrier?
Ich meine, die haben ja viele andere Länder auch in ihrer unmittelbaren Umgebung, wo sie hingehen können. Also wenn sie die Schweiz auswählen, dann kann ja nicht das Flucht- und Sicherheitsmotiv ausschlaggebend sein, sondern ein ganz anderes, was ich nachvollziehen kann. Ich meine, im Grunde möchten 7 Milliarden Menschen in der Schweiz leben, wenn sie das könnten. Aber wir können nun einmal um Gottes Willen nicht 7 Milliarden Menschen aufnehmen. Das geht nicht, auch beim besten Willen nicht. Und auch wenn wir die Raumplanung auf verdichtetes Bauen noch mehr ausrichten und noch höhere Wolkenkratzer bauen als die Amerikaner, wenn wir unsere Alpen aushöhlen, wenn wir den Gotthard zu einem gigantischen Menschensilo umbauen würden, der nur gelegentlich noch durchlöchert würde von Autobahnröhren, die permanent verstopft wären, weil wir einfach viel zu viele Leute in diesem Land haben. Wobei man dann zumal vielleicht gar nicht mehr Auto fahren dürfte. Aber ja, Sie sehen es, das ist eine irrige, völlig auf den Holzweg geratene Asylpolitik, ein Asylrecht, das faktisch gar nicht mehr ernst genommen wird, Verträge mit der Europäischen Union, die nicht von ihrem ursprünglichen Sinngehalt her gelebt werden. Und vor diesem Hintergrund, einfach um das noch anzufügen, beschäftigt sich unser Parlament jetzt damit, auch noch den UNO-Migrationspakt abzusegnen. Das wollen sie ja, das kommt jetzt ja auf uns zu im nächsten Herbst. Die haben das ja so zurechtgebüschelt, dass es keine Volksabstimmung darüber geben darf. Die wissen schon warum. Die gleichen Leute, die beim institutionellen Rahmenabkommen gezetert haben, der Bundesrat massakriert die direkte Demokratie. Die Linken haben das gesagt, viele FDPler haben das gesagt, die Grünen haben das gesagt. Der Bundesrat macht keine Volksabstimmung beim institutionellen Rahmenabkommen. Klammer auf, Sie könnten ja selber eine Volksabstimmung lancieren, Klammer geschlossen. Die gleichen Leute stehen zu oberst auf den Barrikaden, wenn es darum geht, die direkte Demokratie zu verhindern, eine Volksabstimmung zu verhindern beim UNO-Migrationspakt. Und das Ziel des UNO-Migrationspakts besteht ja darin, die illegale Migration zu legalisieren, die Unterschiede zwischen Asyl- und Wirtschaftsmigration aufzubrechen bzw. einzureißen, das Ganze in den gleichen Topf zu werfen. Und das Instrument, mit dem man das zu erreichen versucht, sind politische Verpflichtungen, eben nicht rechtliche. Das ist eine Schlaumeierei. Man sagt einfach, ein Land verpflichtet sich politisch. Dann sind das nicht so bindende Verpflichtungen, aber sie sind eben sehr wohlbindend, weil sich die Gerichte dann darauf beziehen werden. Und so sickert dann über diese Hinterzimmer und Korridore des Bundeshauses ein ganz neues Verständnis von Zuwanderungspolitik in unser Land ein, ohne dass Sie auch nur das Geringste dazu sagen könnten. Ich meine, was halten Sie davon? Was sollen wir davon halten? Das ist doch fürchterlich und es ist einfach himmeltraurig, dass die gleichen Leute, also mit gespaltener Zunge, um Winnetou zu zitieren, mit gespaltener Zunge hier operieren können. So, ich muss etwas beschleunigen. Ich muss auf Rammgeschwindigkeit umstellen, weil die Zeit zerrennt, die vergeht so schnell. Und wir haben noch viele, viele interessante Themen. Der Tagesanzeiger meldet eine pragmatische CEO bei Alpiq, dem Stromkonzern. Die neue Chefin des Stromriesen will keine neuen AKW, keine neuen Kernkraftwerke. Also wenn sie keine neuen Kernkraftwerke wollen als Chefin eines Stromkonzerns, dann sind sie eine Pragmatikerin für den Tagesanzeiger. Wenn sie ein neues AKW haben wollten, dann wären sie natürlich eine Ideologin der Kernkraft. So sehen Sie, wie die Wortbildungen und Werturteile der Journalisten in angeblich nüchterne Nachrichtentitel einsickern. Ich bin natürlich gegenteiliger Meinung. Für mich ist das komplett unpragmatisch, wenn man gegen neue Kernkraftwerke ist. Es gibt ja auch ganz neue, faszinierende Technologien. Ich bin kein Technologiegegner. Im Gegenteil, ich finde, das ist eigentlich immer wieder ein Wunder, was die Menschen da an Technologien herausbringen, auch und gerade im Bereich der Kernkraft. Und wenn man auch diese ganze Klimadiskussion ernst nimmt, ernster nimmt als ich. Also ich begebe mich jetzt auf auswärtiges, geistiges Territorium gewissermaßen, ja, da müsste man sich auch etwas aufgeschlossen zeigen bei den KKW. Aber eben, diesen Leuten da mit dem Klima geht es ja auch nicht darum, hier irgendwie eine klimafreundliche Energieversorgung aufzuziehen. Nein, denen geht es einfach darum, die Marktwirtschaft abzuschaffen, die Energieversorgung abzuschaffen, damit sie in ihr, ja, mittelalterlich geschütztes grünes Paradies
uns zurückkatapultieren können, indem sie aber als Politiker hochbezahlt und krisensicher angestellt beim Staat uns befehlen können, wie wir leben sollen. Da lobe ich mir meinen Kollegen, den SVP-Nationalrat Albert Rösch, die diesen immer wieder als finsteren, hinterwäldlerischen, rückwärtsgewandten Erdöl-Lobbyisten verunglimpften, der das Neubauverbot bei Atomkraftwerken kippen will. Das ist interessant. Der Tagesanzeiger spricht immer von Atomkraftwerken. Dann haben sie die Wortbedeutung, die Wortfarbe von Atom drin. Atom, Atomkraft, Atombombe. Da haben sie schon fast die Explosion in ihrem Wohnzimmer drin. Da wird dann auch mit der Wortgebung wird dann manipuliert. Die NZZ ist einfach immer interessant, durch die Schlagzeilen zu navigieren, ihnen etwas zu zeigen, aus meiner Sicht selbstverständlich, die auch nicht unfehlbar ist und absolut, die auch nur einen Ausschnitt zeigt, aber oft den Ausschnitt, den die anderen eben ausblenden. Es ist interessant bei diesen Schlagzeilen, dass man einfach zeigen kann, wie das immer wieder da zurechtgerückt wird. In der heutigen Ausgabe am Morgen auch ein spannender Artikel zum Thema Stadt-Land-Graben. Da ist ja die NZZ ganz allergisch dagegen, gegen dieses Thema, das die SVP gesetzt hat, ihr Präsident Chiesa. Stereotypes Denken um den Stadt-Land-Graben. Vieles deutet darauf hin, dass der Stadt-Land-Konflikt in der Schweiz primär ein Medienkonstrukt ist. Die Realität ist viel komplizierter, selbstverständlich, ist immer in den Augen der Journalisten ist alles immer viel komplizierter. Nicht, weil es komplizierter ist, sondern weil sie es eben komplizierter machen und geprägt von gegenseitigen Abhängigkeiten. Also die NZZ ist hier ganz klar auf dem Trip ihres bereits Politberatungsprogrammes für den Freisinn. Sie haben nämlich die Freisinnige Partei, ihre Haus- und Lob- und Leibpartei, die haben sie jetzt in dem Sinn konditioniert. Sie haben gesagt, ihr müsst jetzt den Stadt-Land-Graben überbrücken, weil diese SVP hat die Gräben aufgerissen und ihr könnt das Ganze jetzt zuschütten und hier versuchen sie ihnen die Argumente zu liefern. Das ist also ein Spinnerthema mit diesem Stadt-Land-Graben, meine Damen und Herren, gemäß NZZ. Okay. Liebe Freunde der NZZ, jetzt bringe ich euch mal ein paar Facts zum Stadt-Land-Graben. Stadt Zürich, jetzt die sozialdemokratische Partei, die rot-grüne Regierung, wissen Sie, was sie jetzt macht? Die will für 200 Millionen Franken Immobilien zusammenkaufen, um diese Immobilien dann als verbilligten Wohnraum an ihre Klientel weiterzugeben. Das ist Korruption durch Raumvergabe im Wohnungsbereich. Das Urmodell dieses sozialdemokratischen, was ist das? Das ist Wählerrekrutierung, das ist die Abhängigmachung von Klientelgruppen, indem man ihnen billigen Wohnraum zuschanzt, in der Hoffnung dann wieder gewählt zu werden. Und sie werden natürlich dann wieder gewählt. Das hat Wien zur kompletten Perfektion der Verfilzung und der Korruption hochgetrieben. Zürich wird jetzt von den Sozialdemokraten auf den gleichen Weg geführt. Zu 200 Millionen Franken wollen sie Immobilien kaufen. Und der SP-Präsident der Stadt Zürich hat gesagt, wir sollten Grundeigentum entwerten. Also die Städte, zum Beispiel Zürich, nicht ganz unbedeutend, liebe NZZ, im schweizerischen Kontext. Ihr seid ja in Zürich, ihr kennt diese Stadt vielleicht, wobei im Kreis 5, im Kreis 8, wo die NZZ ist, nahe am Zürichsee, Opernhaus, Sechseleutenwiese, ein paar schöne Boutiquen. Da gehen einem vielleicht manchmal etwas die Kontaktfäden zur Wirklichkeit verloren. Dieser SP-Präsident sagt, wir sollten Grundeigentum entwerten. Also in der Stadt Zürich haben sie dem Grundeigentum den Krieg erklärt. Aber nein, das gibt überhaupt keinen Stadt-Land-Graben. Selbstverständlich nicht. Das ist ein Medienkonstrukt. Das ist ein Hirngespinst der SVP. Und noch etwas zum Stadt-Land-Graben. Hat die gleiche NZZ, da kann man sie wieder loben, hat sie ein Interview mit einer Staatsanwältin gemacht, mit alarmierenden Zahlen. Eine mehr als Verdoppelung der sexuellen Belästigungen in der Stadt Zürich seit 2010 gemäß polizeilicher Registratur. 4 von 5 Frauen betroffen. Jede 5. Person fühlt sich nach 22 Uhr unbehaglich. Jeder 3. Mann fühlt sich sexuell belästigt in der Stadt Zürich. Was ist denn das für ein... Jetzt werden schon die Männer sexuell belästigt in Zürich. Das haben sie nicht, wenn sie in einer Landgemeinde nach 22 Uhr auf die Straße gehen. Aber nein, der Stadt-Land-Graben ist ein reines Hirngespinst der Medien. Dafür haben sie jetzt in Zürich die Polizei mit den Autos angeschrieben.
Zürich schaut hin gegen homophobe Verbrechen, gegen Transgender-Verbrechen, gegen all diese Dinge. Wunderbar, also die Polizei hier mit den rosaroten Handschellen unterwegs. Aber das Wesentliche wird ausgeblendet, übrigens auch von dieser Staatsanwältin da in der NZZ. Es könnte vielleicht etwas mit der Migration zu tun haben. Vielleicht. Ich rege es nur an, weil die, die da belästigen, und ich bin ab und zu unterwegs in Zürich am Abend, und ich rede auch ab und zu mit Polizisten. Und wenn sie mit denen reden, da kommt ein ganz klares Bild zum Ausdruck. Die sagen einfach, wir sind der Mülleimer der Migrationspolitik. Wir Polizisten müssen das ausbaden, was unsere Politiker einfach fahrlässig in dieses Land lassen. Leute, die man gar nicht auf Herz und Nieren prüft. An jedem, wenn sie ein Flugzeug besteigen, werden sie genauer geröntgt, als wenn sie sich in der Schweiz niederlassen wollen. Und das ist das Resultat. Aber nein, das passiert natürlich in den Städten. Die Anziehungspunkte, Magnetpunkte sind mit ihren sozialen Hängematten, mit ihrer Willkommenspolitik, ähnlich wie in Amerika, die eben diese Migranten anziehen. Aber nein, wir haben selbstverständlich überhaupt keinen Stadt-Land. Graben. Häuserpreise, wollt ihr ewig steigen? Auch das ein Thema, das die Medien beschäftigt. Ja, selbstverständlich. Natürlich werden die Häuserpreise immer wieder steigen mit der Migrationspolitik, die wir haben. Und interessant in diesem Zusammenhang auch. Sie lesen jetzt viele Artikel über den angeblich drohenden Zusammenbruch der Schweiz, weil man dieses institutionelle Rahmenabkommen nicht unterschrieben habe. Die Häuserpreise steigen aber trotzdem. Was sagt uns das? Hat die Schweiz an Attraktivität verloren seit der Nichtunterzeichnung, seit der Zurückweisung des Rahmenabkommens durch den Bundesrat? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die Immobilienpreise steigen immer mehr. Vor diesem Hintergrund könnte man sagen, tatsächlich ein paar problematische Migranten einbinden in den Städten, dann sinken wenigstens die Häuserpreise wieder, quasi zynisch argumentiert. Also die Schweiz, der Schweiz geht es hervorragend seit dem Nein zum Rahmenabkommen. Und diese Häuserpreise werden weiter steigen, da bin ich sicher, vor allem wenn ich nach Deutschland schaue. Und die Befürchtungen, die der deutsche Mittelstand, viele wohlhabende Deutsche jetzt in ihnen langsam aufkommt, aufgrund der neuesten politischen Umfragen, dass eben eine rot-rot-grüne Regierung ans Ruder kommen könnte, dann wird es dann nicht lustig für die Deutschen, vor allem für die noch einigermaßen wohlhabenden Deutschen. Da können Sie sich darauf gefasst machen, dass mehr Deutsche in die Schweiz kommen werden. Die NZZ allerdings lässt sich von solchen Meldungen jetzt im Zusammenhang mit den steigenden Häuserpreisen im Gefolge des Nichtuntergangs der Schweiz durch das Nein zum Rahmenabkommen nicht ablenken. Sie sind nach wie vor panisch besorgt. Ein weiterer Artikel hier, fehlende Europastrategie des Bundesrates, wie der Frosch im wärmer werdenden Wasser. Stimmt einfach nicht. Am Tag, als das institutionelle Rahmenabkommen vom Bundesrat zurückgeschmettert wurde, stieg der Frankenkurs, die Börsen laufen sehr gut, die Zuwanderung läuft ungebremst, auch im Asylwesen strömen da von Tausenden von Kilometern die Leute in die Schweiz. Also die schreckt das jetzt offensichtlich nicht ab, dass die Schweiz kein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU abgeschlossen hat. Vielleicht, ja nur vielleicht, das ist jetzt eine ironische Bemerkung, könnte es ja damit zu tun haben, dass die Schweiz nicht in der EU ist, dass sie so attraktiv ist und so erfolgreich, wie sie es offensichtlich ist. Dann eine Schlagzeile, die mir aufgefallen ist. Die Ehe für alle ist Gott gewollt, schreibt Josef Hochstrasser, zunächst katholischer Priester, jetzt reformierter Pfarrer. Ich kenne Josef Hochstrasser, ich schätze ihn, aber lieber Josef, nein, die Ehe für alle ist nicht Gott gewollt und es verbietet sich als Journalist, als Kommentator hier in der Aargauer Zeitung, Gott für seine eigenen Meinungen zu missbrauchen. Jetzt aber etwas Positives über den Kanton Aargau. Er stößt in die Spitzengruppe der wettbewerbsfähigsten Kantone vor. Das finde ich grossartig. Die Aargauer werden immer etwas unterschätzt, aber das sind ganz tolle Leute. Eine schlechte Entwicklung. Die Schweiz zersäbelt ihre Neutralität. Der Bundesrat, das Parlament möchte eine Lex China machen. Investitionskontrollen. Chinesische Firmen hindern Schweizer Firmen zu kaufen. Also hier ein verdeckter Angriff, eine verdeckte Neutralitätsverletzung gegen China. Ich finde das total falsch. Eine Lex China, das dürfen wir nicht machen. Die Schweiz ist selber ein weltoffenes Land. Wir kaufen weltweit Firmen ein. Wir dürfen nicht andere beschränken. Was wir
machen müssen, ist, wir müssen identifizieren, welche Firmen dürfen an kein Land, egal welches, verkauft werden. Also strategisch unverzichtbare Firmen und Infrastrukturen, die dürfen wir auf keinen Fall aus der Hand geben, die müssen wir identifizieren. Also wir müssen eine Lex Schweiz machen, nicht eine Lex China. Das ist der komplett falsche Weg, das ist dieser Populismus, diese Aufbrechung der Neutralität im Zeichen einer moralischen Gutmenschenpolitik, eines Gutmenschenimperialismus, dem die Schweizer Politiker, viele Schweizer Politiker nachleben, aber den wir uns nicht leisten können. Dann, ich muss mich noch mit dem Thema Corona beschäftigen, das ist in den Medien auch groß, weil der Bundesrat jetzt ja entschieden hat, eine ganz feige Politik, muss man sagen, eine unehrliche Politik. Sie möchten jetzt die Zertifikatspflicht da mit diesen Covid-Zertifikaten ausweiten. Möglicherweise müssen Sie dann bald in Zukunft auch ein Covid-Zertifikat Herrn Berset zeigen, wenn Sie diese Sendung schauen wollen, weil sich ja eben auch Virenpartikel möglicherweise über die Schallwellen oder über diese Kamerawellen übers Internet verbreiten könnten. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass auch solche Szenarien bald kommen. Also das ist die ganz falsche Politik. Das ist ein faktischer Impfzwang durch die Hintertüre. Wir haben uns immer gegen einen Impfzwang ausgesprochen. Es ist eine persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lassen will. Und wenn wir eine Impfung haben, die funktioniert, haben die Leute, die sich schützen wollen, die Möglichkeit, sich zu schützen. Und die Ungeimpften stellen für die keine Bedrohung dar, wenn diese Impfstoffe nützen. Man hat auch noch Masken, man kann die Hygienemaßnahmen anwenden. Also diese ganze Angstmacherei, diese Paniktreiberei, die lehnen wir hier nicht nur grundsätzlich, sondern auch im Konkreten lehnen wir die ab. In diesem Zusammenhang aber weise ich auf ein paar interessante Artikel hin. Professor Manuel Battege, früher Taskforce des Bundes, er ist ein prominenter Epidemiologe, Spezialist am Universitätsspital Basel, hat einen sehr guten Artikel im Tagesanzeiger geschrieben. Das finde ich den richtigen Approach. Nicht die Diffamierung der Impfkritiker und der Impfskeptiker, sondern die nüchterne, auf Fakten basierende Aufklärung. Und in diesem Artikel schreibt er zum Beispiel, Impfungen haben Nebenwirkungen, und das ist wirklich ein Experte, dieser Battege, jedoch treten sie in den ersten Tagen, selten Wochen nach einer Impfung auf und sie sind sehr selten gefährlich. Dass die mRNA-Impfung nach vielen Monaten oder Jahren zu Langzeitschäden führt, ist extremst unwahrscheinlich. Eigentlich wissen weltweite Experten nicht, wie dies erfolgen sollte, denn die durch die Impfung verabreichte mRNA gelangt nicht in das Erbgut, vermehrt sich nicht und mRNA wird sehr schnell abgebaut. Ich meine, es gibt ja die Befürchtung, dass diese eben Genimpfungen da unsere DNA verändern. Das ist nicht der Fall. Das wird wissenschaftlich ausgeschlossen. Und ich bin da kein Genetiker. Aber was mir aufgefallen ist als Journalist, immer wenn das Wort Gen kommt, dann ist es irrational. Weil das Wort Gen ist bei uns einfach aufgrund von Eugenik, auch von Horrorfilmen, Mutationen, Monster, die dann irgendwo aus Gewässern steigen. Das ist einfach tief bei uns als Urangst drin. Überall, wo das Wort Gen drin steckt, da fangen die Nerven gleich etwas an zu vibrieren. Und ich plädiere hier seit Jahrzehnten für eine wirklich nüchterne Betrachtung. Und ich habe mich zuerst damit auseinandergesetzt bei der grünen Gentechnik. Ich bin ein Befürworter der grünen Gentechnik. Das könnte wahnsinnig positiv einwirken, auch im Sinne der Ernährungssicherheit für sehr viele Menschen, gerade in der dritten Welt. Da gibt es ganz tolle Forschungen. Und dieser Kreuzzug, diese Hexenjagd gegen die grüne Technik, Gentechnik, da habe ich mich immer dagegen ausgesprochen. Ich habe einfach irgendwo den Verdacht, dass bei diesen Impfstoffen etwas ein ähnlicher irrationaler Vorgang sich abspielt, dass einfach mit dem Begriff Gen die Leute verunsichert sind. Aber das ist auch in Ordnung so, weil es kann ja etwas schief gehen mit diesem Gen. Und darum ist es eben richtig, wenn Leute wie Battege hier mit einer ganz ruhigen und sachlichen Art Aufklärung aus ihrer Sicht betreiben. Er sagt übrigens auch, die Studien über die neuen mRNA-Impfstoffe, die in der Schweiz und weltweit verwendet werden, sowie die Vektor-Impfstoffe, sind an Transparenz und Sorgfalt nicht zu überbieten. Mit mehreren 10.000 Personen in einzelnen Studien und gesamthaft 100.000 Menschen handelt es sich um die größten Registrierungsstudien der Impfgeschichte. Impfwirkung und Delta, das muss man auch noch sagen, die Delta-Variante überträgt sich besser als die Alpha-Variante. Ohne Impfung und Schutzmaßnahmen kann eine infizierte Person 6 bis 8 weitere anstecken, also doppelt so viel
Ziele wie bei der ursprünglichen Variante. Ebenfalls sind bei Ungeimpften Krankheitsverläufe schwerer und es kommt zu mehr Hospitalisationen. Impfdurchbrüche führen zu Verunsicherung, aber die Impfwirkung gegen Delta ist insgesamt sehr gut. Beide in der Schweiz zugelassenen mRNA-Impfstoffe schützen nach wie vor sehr gut vor schweren Verläufen mit einer Schutzrate um die 90%. Das relative Risiko einer Ungeimpften zu einer geimpften Person für einen schweren Verlauf beträgt zwischen 25:1 und 50:1. Die Hospitalisationen von ungeimpften Patienten steigen aktuell stark an. Es trifft nun vermehrt jüngere Menschen schwerer, und zwar solche mit Risikofaktoren wie Übergewicht oder Diabetes oder ohne Risikofaktoren, welche wahrscheinlich eine genetische Prädisposition haben. Verschiedene Leiter von Intensivstationen haben Klartext gesprochen und so weiter. Was Battege hier etwas politisch korrekt ausblendet, ist natürlich ein heikles Thema, nämlich dass sehr viele Migranten, Ausländer aus dem Osten auf den Intensivstationen liegen, also die Schweizer offensichtlich besser geschützt. Und diese ganzen Appelle, auch diese Vorwürfe an die Ungeimpften, die verfangen nicht, weil offensichtlich auch die Schweizer Ungeimpften sich besser schützen. Das Problem sind hier wieder die Ausländer, die Migrationspolitik. Aber das ist eben die ganz große Tabuzone, die man nicht gerne anspricht. Die Weltwoche hat übrigens in ihrer aktuellen Ausgabe tolle Beiträge zu diesem Thema. Alex Bauer hat den deutschen Epidemiologen Klaus Stöhr befragt zum Impfen. Ein super interessantes Interview auch zu den Kinderimpfungen. Wir haben auch über die Gefahren der Impfungen oder eben die Nicht-Gefahren, die Schutzwirkung und so weiter. Und dieser Professor Stöhr ist also eine angesehene Kapazität. Ich verweise da auf die NZZ, auf die Weltwoche, darum lese ich Ihnen das nicht vor, lesen Sie das selber. Und wir haben auch einen Beitrag von Professor Hans Parker, der folgendes schreibt: Auf den Intensivstationen wird es eng, die Weltwoche irrt, wenn die Corona-Zahlen weiter so stark zunehmen, droht eine Überlastung der Spitäler zum Nachteil aller Patienten. Es braucht eine höhere Impfquote. Die Weltwoche ist eben pluralistisch. Wir haben auch schon Artikel publiziert, die sich sehr kritisch mit dem Impfen auseinandergesetzt haben. Jetzt hört endlich einmal mit diesem religiösen Bürgerkrieg auf. In Frankreich haben jetzt die Ungeimpften schon den Judenstern angeheftet. Also Entschuldigung, geht es noch ein bisschen melodramatischer? Nein, also bis so gut, jetzt müssen wir hier langsam wieder runterkommen in die Normalität. Chefarzt Professor Hans Parker ist Leiter Intensivstation des Universitätsspitals Basel und Präsident der Zertifizierungskommission Intensivstationen der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin, erklärt hier sehr detailliert auf, was es mit den Intensivbettenkapazitäten auf sich hat. Es gibt ja auch immer wieder die Sache mit den Verringerungen der Kapazitäten. Das kursiert dann im Internet, produziert große Aufreger. Er erklärt das, er deutet das und Herr Professor Parker, das zeichnet ihn aus, verschweigt auch nicht das Tabuthema. Er sagt, im Moment sind unsere Intensivbetten stark durch Patienten mit Migrationshintergrund belegt, vor allem Ferienrückkehrer aus dem Osten. Es geht jetzt nicht, wie einige kritisieren, um die Vermischung von Migrationsfragen mit Behandlungsfragen. Da meint er mich. Ich bin natürlich einer, der das vermischt. Man muss das vermischen, aber ist auch in Ordnung, wenn er das kritisiert. Sondern es geht um klare Informationen an diese Gruppe. Ja, aber nicht nur um das, Herr Professor Parker. Es geht dann auch noch darum, vielleicht an den Grenzen etwas Realismus zu beweisen und nicht einfach immer diese offene Personenfreizügigkeitspolitik zu praktizieren, die eben auch eine Virenfreizügigkeitspolitik ist. Und da muss man dann schon, wenn man A schon sagt, muss man auch B sagen und hier mit medizinischer Präzision die richtige Therapie anwenden. Das ist nicht nur Aufklärung, das ist auch wichtig, aber man muss auch an den Grenzen filtern. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. So, jetzt, wir kommen weiter. Der Pfauensaal sorgt für rote Köpfe. Das ist der große Theatersaal im Zürcher Schauspielhaus. Da die Stadtregierung möchte diesen Pfauensaal abbrechen, das Schauspielhaus neu bauen. Dagegen gibt es Widerstand. Gestern große Pressekonferenz. Unser Kollege Matthias Ackeret ist da ganz vorne dabei. Ein riesiger Erfolg für die Gegner. Großes Interesse, große Medienberichte. Ich bin ein ganz klarer Gegner des Abrisses des Pfauensaals, dieser historischen Bühne, die weltgeschichtlich Furore gemacht hat. Denn eine komplette Verrücktheit, so etwas abzureißen, das ist eine gloriose Bühne, die man nicht da jetzt einfach auf dem Altar städtebaulicher, politischer Ambitionen abschlachten sollte. Also ich wähle hier ein drastisches Vokabular, um sie auch etwas aufzuwühlen für diese Thematik. Also hört auf, ihr den Pfauensaal
abschmettern zu wollen. Bundestagswahl. Söder setzt auf Lagerwahlkampf gegen Rot-Grün-Rot. Jetzt auf einmal also Söder, der nach Joe Biden wendigste Politiker des Abendlandes. Er will jetzt einen Lagerwahlkampf gegen die Grünen und gegen die Roten, nachdem er selber Bäume umarmt hat und der Klimasöder, der da für alle grünen Greta-Themen aufgeschlossen ist. Also das ist auch ein unglaublicher Slalom. Dann CDU-CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich für einen höheren Migrantenanteil in der deutschen Verwaltung ausgesprochen. Großartig, darauf haben die Deutschen gewartet. Jetzt auch noch mehr Migranten in der deutschen Verwaltung. Okay, ich habe einen konstruktiven Vorschlag. Nehmt Schweizer in die deutsche Verwaltung, dann kommt es besser. Wir haben auch problematische Entwicklungen in der Verwaltung, aber wir sind noch ein bisschen, würde ich sagen, pragmatischer und bodennäher ausgestattet. Dann aber eine gute Nachricht, Bundesaußenminister Heiko Maas legt sich nicht fest, ob er nach der Bundestagswahl erneut für seinen Posten zur Verfügung stehen würde. Also hier werden schon Rücktrittsgedanken erwogen. Das ist eine gute Nachricht. Heiko Maas von der SPD ist für mich der typische Lehrer Lempel, da Wilhelm Busch, der erhobene Zeigefinger. Das ist ein Zeigefinger-Deutscher, ein moralischer Imperialist, der zu allem und jedem seine moralisierenden Wertungen abgibt. Ich nähere mich in großen Schritten dem Schluss. Stephen Kunin, der Klima- und Berater, Umweltberater von Barack Obama, hat ein großartiges Buch geschrieben, Unsettled. Ich mache Werbung für dieses Buch, weil das eine vernünftige Stimme im Klimawandel ist. Das ist ein Must-Read. Dieser Kunin wird angegriffen von der Klimalobby. Und ich bringe hier einfach die ganz wesentlichen Punkte seines Buches noch einmal. Also, was schreibt Kunin? Die wärmsten Temperaturen in den USA sind in den letzten 50 Jahren nicht gestiegen. Zweitens, Hitzewellen in den USA sind nicht üblicher geworden oder häufiger geworden als 1900. Drittens, Menschen haben keinen erkennbaren Einfluss auf Hurricanes und Stürme im letzten Jahrhundert. Viertens, Grönlands Eisschicht schrumpft nicht schneller heute als vor 80 Jahren. Und fünftens, der Netto volkswirtschaftliche Impact, der Einfluss des menschengemachten Klimawandels wird minimal sein bis ans Ende des Jahrhunderts. Das sind die wesentlichen Sätze von Stephen Kunin gegen die Klimaapokalypse. Und zum Schluss noch etwas aus Absurdistan. Ein 30-Jähriger fordert Schmerzensgeld, weil sein Penis zu Werbezwecken gebraucht wurde, als er ein Baby war. Er war nämlich das Bildsüche auf dem legendären Rockalbum von Nirvana. Ich glaube, Nevermind hieß dieses Album mit diesem total depressiven Gitarrensound. Da haben sie dieses Baby, Sie sehen das kleine Schnäbelchen und vorne, glaube ich, einen Haken mit einer Dollarnote dran. Jetzt, 30 Jahre später, entdeckt hier ein Mann seine Traumatisierung. Es ist ihm hier ein Trauma in Gestalt von mehreren Millionen Dollar möglichen Schmerzensgeldes erschienen und er möchte natürlich dieses Geld abgreifen da. Die Eltern hätten da nur $200 bekommen, damals sexuelle Ausbeutung, und das ist natürlich ein Businessmodell. Also man kann das als Abstrusität oder als Kreativität in einer verrückten Zeit bewerten. Auf jeden Fall entlasse ich Sie nun ins Wochenende gestärkt mit allen Fakten und Einschätzungen zu den wichtigen Themen der Gegenwart. Ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind. Gut gelaunt bei Weltwoche Daily.